Urlaub daheim wird Ihnen präsentiert vom Tourismusverband Ostbayern. Historische Bauwerke, moderne Architektur und im Mittelpunkt ein 6 Hektar großer Teich, der Fischhofpark in Tirschenreuth. Der Park ist auch der Lieblingsort der Gästeführerin Cornelia Stahl. Während es den Fischhof und die Fischhofbrücke bereits seit einigen hundert Jahren gibt, wurde der Rest des Geländes extra für die Landesgartenschau Tirschenreuth 2013 neu angelegt. So wurde aus der ehemaligen Brache ein Naherholungsgebiet. Man kann hier spazieren, man kann hier flanieren, man kann hier Menschen treffen. Denn wenn das Wetter gut ist, bewegen sich hier wirklich viele Menschen. Man trifft Freunde, man trifft Bekannte, man kann sich ausruhen auf den Bänken, man kann gemütlichen Kaffee trinken hier im Gelände, man kann die Kunstwerke betrachten oder einfach den Müßiggang pflegen, das ja auch sehr wichtig ist. Der Fischhofpark sei aber nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel für Einheimische und Touristen, sondern wurde in den vergangenen Jahren immer wieder für Veranstaltungen genutzt. Auch in diesem Jahr sind für September wieder die Gartentage geplant. Eine Besonderheit des Parks sei die Mischung aus alt und neu. Einzigartig macht unseren Fischhofpark die Verbindung zwischen Tradition und Moderne. Die traditionellen Bauwerke mit der Fischhofbrücke und dem Fischhof, aber auch die modernen Bauwerke mit der Spannbandbrücke, mit diesen Aussichtspavillons, mit dem neu angelegten 6 Hektar großen Teich, der letztlich aber auch auf historischer Basis gründet. Denn Tirschenreuth war bis 1808 von 190 Hektar Teichen umgeben. Die Teichlandschaft ist das Markenzeichen von Tirschenreuth. Deshalb wird der Landkreis häufig als Land der 1000 Teiche betitelt. Dies soll der Weg der 1000 Teiche im Fischhofpark widerspiegeln. Der Weg, der mithilfe von Infotafeln die Teichwelt der Region erklärt, führt zum Haus am Teich. Dort finden Besucher ein 30.000 Liter großes Aquarium mit heimischen Fischen. Die positiven Auswirkungen der Landesgartenschau seien auch jetzt, 8 Jahre später, noch deutlich zu spüren. Nicht nur der Tourismus der Stadt sei dadurch neu belebt worden, auch die ganze Stadt sei neu aufgeblüht. Die Gartenschau hat Tirschenreuth ein neues Selbstbewusstsein gegeben. Das ist mal das Wichtigste. Die Menschen in Tirschenreuth, die sind richtig aufgeblüht zusammen mit der Gartenschau. Urlaub daheim wurde Ihnen präsentiert vom Tourismusverband Ostbayern.